So, ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu Factorio C-Block. Und wir waren dabei hier, das Silikon zu starten, beziehungsweise, ja, damit wir hier schön viel Eisen bekommen. Da brauchen wir hier noch Steam, beziehungsweise Steam. Und ich habe hier nur ein Oil-Burning-Dings gerade noch. Mal gucken, ob wir hier noch einen normalen haben. Also ein normaler Steam Generator. Gibt es denn auch noch eine andere Möglichkeit eigentlich? Also das Dampf zu erzeugen. Hier gucken. Gucken wir hier mal. Standardsuche. Nee, hier will ich suchen. Suche nach Dampf. Ist das dann auf Deutsch? Nee. Steam. Da ist es. Okay, hier in einem Cooling Tower. Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit, Dampf zu erzeugen? Das ist doch nur die einzige Möglichkeit, um Dampf zu erzeugen. Wäre bescheuert. Okay, nee, dann bauen wir halt einen normalen, das hier noch, Heizkessel. So, dann brauchen wir Schmelzöfen. Da brauchen wir Stein. Sieht mir sehr nach Stein aus. Und wir brauchen Eisenplatten. Das sieht mir sehr nach Eisenplatten aus hier. So. Bitte ein Heizkessel. Weil Wasser brauchen wir da unten sowieso. Ach ja, und deswegen brauchen wir auch noch die Pumpe. Ah, da ist sie. Sehr schön. So, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Aber läuft. Hier muss nämlich Wasser hin. Das fehlen. Das hier brauchen wir dann. Machen wir hier die Dingen hin. So, der Heizkessel. Der muss ja auch irgendwie gepusht werden. Die Frage, tue ich das jetzt einfach hier rumziehen oder ziehe ich es hier durch? Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich es hier einfach durchziehe. Die Pellets, um den Heizkessel zu befeuern. Wir haben ja genug von allem. Das ist ja immer das Tolle. Ne? Wer genug von allem hat, dann wird ja alles gut. So, das heißt, hier kommt dann das hin und das Silikon vielleicht von hier unten. Machen wir gleich, machen wir gleich. So, jetzt Kessel. Wasser kommt von da. Reicht das hier? Kann ich den hier zuführen? Ja. Das geht, ne? Würde ich sagen. Das kann ich hier zuführen und dann kann ich das hier zuführen und dann kann ich hier auch noch was durch. So war der Plan. So war der Plan. Einmal so und einmal so. Sind die alle noch Strom hier? Das sieht ja sehr stromlos aus, die hier haben. So. Hat der Dampf, kann der Carbon machen. Und guck an, der braucht hier auch noch. Das heißt, wir machen den hier oben hin. So rum. Und da müssen wir noch mal teilen, wa? So. Bin ich? Echt, der ist falsch rum. Der ist falsch rum. Nicht so rum. Junge, was ist denn los heute? So. Und bitte hier rein. Ah, der nimmt jetzt Carbon dazu, um den zu verbrennen. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Nein, du nimmst bitte Pellets. So, gibst du mir die. Gib mir das Carbon. So. So, genau. Und die Kohle können wir dem auch gleich geben.
So. Jetzt brauchen wir hier Silikon. So. Und Silikon. Wie kamen wir da nochmal dran? Ne? Deswegen haben wir hier oben das Ding hier gebaut. Deswegen haben wir hier schön viel von dem Mineral Sludge, das hier rumfließt. Fließi, fließi, fließi. So, das war nämlich so. Silikon. Nein, das war Stiel, Stahl. Ist ja auch nicht Silikon, sondern Silizium. Ich sag immer Silikon. Ne? Das letzte Mal auch schon. Immer Silikon. So, das ist klar. Aber das hier. Da brauchen wir die Sephirite Chunks. Okay. Da kriegen wir dann auch wieder hier so schöne Sachen raus. Das haben wir ja hier auch so gemacht, ne? Genau. So, dazu, da brauchen wir Crushed Sapphire, Sapphire Ore und das kommt aus daraus, genau. So, das heißt aber, die machen wir hier unten hin, oder? Da können wir nämlich gleich das hier weiter. Nee, können wir nicht. Das geht ja nicht. Geht ja nicht. Wie soll das? So, wir brauchen den Crystallizer. Den haben wir hier. Crystallizer. Mal hier hin. So. So, kommen wir hier durch. Easy. So. So, versetzen wir den mal so hier hin. Das ist schön, 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 schön. So, du machst Sephirite Ore. So. Und dieses Sephirite Ore, das muss ja dann wieder gecrushed werden, ne? War das? Ich hatte es doch gerade. Nein, hier sind wir. So. So. Crushed Sapphire, genau. Das Crushed Sapphire. Da gibt es wieder Stone raus. Das ist genau dasselbe wie oben. Wir brauchen also einen Crusher. Den haben wir hier. Crush dir eins. Und dann kommt hier das hin. Das macht aus dem gecrushten Crush das hier. Eisenpuder. Land macht er doch hier draus. Nee. Aber hier oben, ne? Genau. Einmal Land bitte draus machen. So. Und du machst bitte das hier. So. Dann haben wir das Crushed Dingsbumsel. Dann brauchen wir hier das Teil. Das habe ich hier gesehen. Was habe ich noch eins? Frage er mich nur nicht, wo das wieder war. Weit kann es nicht gekommen sein. Ach, guck mal, hier habe ich noch Heizkessel. Ah, und das können wir auch mitnehmen. Irgendwann mache ich eine Folge, wo ich nur hier Sachen wieder verwurschtel, dass die wieder richtig liegen, ey, dass ich diese Teile ja leer habe. Wo war das denn? Das Ding hier? Da. Da haben wir noch das hier, das hier, das hier. Ganz tolle Sachen, die brauche ich auch. So. Genau. Filtration Unit. So, Filtration Unit mit denen hier und ihr braucht Purified Water. Kriegst du? Das kriegst du hier oben. Genau, hier. So, lass mich mal hier abzapfen. Eine Runde. Das reicht wieder nicht ganz genau, ne? So. Brauchst du was anderes hier? Ach nee, das ist das, was rauskommt. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So.
Müssen noch weiter runter hier. Hier hin. Und raus kommt Sulfuric Wastewater, das wir hier oben wieder irgendwo für brauchen könnten. Das war anderes. Hier. Das können wir hier andockeln. Hier irgendwo noch Platz ist. Hier wäre noch Platz. So. Wir brauchen noch mehr von den Dingern hier. Ich sehe schon. Ja, da wird dann wieder ganz tolle Sachen draus, zum Beispiel Schwefel. So muss das sein. Die ganzen Kupferplatten hier. So. So. Ja, wir brauchen noch mehr davon. So. So. Und dann kommt das da unten hin. Auch hier schon mal ein bisschen Strom herbringen. So. Können die theoretisch schon mal anfangen mit irgendwas machen. Oh, sind wir fertig? Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. So. Dann haben wir nämlich hier auch eine Geode. Da brauchen wir ein paar. Da haben wir sogar. Da kommen wieder die Geoden rein dann. So haben wir das ja oben auch gemacht, ne? Ey, so nicht so. Genau, und dann kommt der Crusher. Der hier. Ne, das ist die Ohr. Die Erzsortiermaschine. Ich vergaß. So, du machst das. Und dann machen wir das hier wieder genauso. Bitte eine Holzkiste hätte ich gerne. Holz haben wir nämlich genug. So, das kommt hier raus. Dann geht's runter, wird sortiert. Badabim, badabum. So, habe ich das jetzt hier schon verbunden? Nein. So. Schön. Schön, 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 schön. Sehr, sehr schön. So. Dann habe ich hier auch Geoden und hier kommt das ganze Zeug raus. Wobei, das soll lieber nach oben raus. Wir brauchen es ja hier oben. So. Ja, kriegst du hier auch noch Strom. Wir sind ja nicht so. So, und jetzt machen wir das wieder genau so wie da. Das wird jetzt schön sortiert. Das heißt, wir haben 4 bzw. 5 Sachen. Brauchen aber nur 4 dann davon. Von den Abscheidern, von den Splittern. Mal kurz mal schauen, ob wir noch Splitter haben. Splitter Cell. Nein, das hier vielleicht. Einen noch. Oh, da. Wir brauchen noch mal einen. Mal alles mit, was hier so nützlich sein könnte. Da, guck mal hier. Super Sachen, so. Achso, und ja, Kisten. Oh. Das Inventar ist voll. Da müssen wir wieder irgendwas abgeben. Wobei, wir haben ja hier auch Zeug, das wir da reinmachen können. Pass auf. Das hier zum Beispiel. So. Genau. So, das heißt, also, du fährst hier raus. Wir machen einen Splitter hier hin. Wo wir sagen, rechts lang bitte nur Silikonerz. Ja. Okay.
kurz mal das hier löschen und hier das hier hin machen. So. So. Dann geht's weiter mit dem Ding. Und wir splitten hier nochmal und sagen bitte hier rechts lang. Nur Kupfererz. Damit reicht das bis da hoch. Glaube aber schon. So, und nochmal splitten bitte rechts rum nur Eisenerz. Können wir nämlich hier gut verteilen. Und dann haben wir nur noch eins, das ist Nickel. Gucken, ich weiß noch nicht genau, wozu wir das brauchen. Bestimmt für irgendwas ganz Tolles werden wir das irgendwann mal brauchen. Jetzt aber noch nicht. So, bitte rechtsrum hier nur Nickelerz. So, und der Rest ist hier drauf. So, hier noch Strom. Wenn wir Strom haben. So, und dann läuft das doch. Dann läuft das doch. Das Silikon müssen wir jetzt nur noch hier rüberbringen. Dürfte aber kein Problem sein. Da müssen wir uns wieder um den Strom kümmern. Ich sehe schon, der kackt wieder ab. So, dann hat er hier Silikonerz und dann haben wir hier Silikon, das hier rüber kann. Dann machen wir wieder eine Pufferkiste hier hin. So. Dann müsste das funktionieren mit dem Silikon und mit dem Eisen. Wenn mich nicht alles täuscht, ne? So. Kann der hier voll laufen mit Eisen bis zum geht nicht mehr. So, jetzt gucken wir gerade mal. Das hier. Haben wir noch hier. Hier ist auch schon Eisen, wobei das lasse ich mal. So, hier kommt Silikon. Hier unten müssen wir noch handeln, damit das hier weitergeht. So. Und das ist doch auch noch hier was, was wir weggeben können. So. So. Und jetzt gucken wir nach dem Strom. Hier staut sich alles. Ja, das müssen wir noch. Hier muss ja noch weiter verarbeitet werden. Die Dioden werden wahrscheinlich auch irgendwann gestaut sein. So, hier kommen nämlich wieder nichts an. Because wir haben hier nämlich keine. Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir doch. So, aber das ist gar kein Problem. So, und es fehlen mir nämlich die Sawblades. Und jetzt müssen wir halt überlegen, wenn ich die drauf mache, einfach so, dann läuft das hier voll. Und irgendwann haben wir hier alles voll mit Sawblades. Und das klemmt hier. Und hier kommt kein Holz mehr durch. Deswegen müssen wir das irgendwie anders machen. Tja, wie denn, ne? Wenn ich das im Kreis mache, wenn ich in den Kreis mit reinbaue. Ja, wir müssen gucken. Wir brauchen hier jetzt auf jeden Fall dann erstmal Eisen.
So. Hier kommt ja da mal Eisen hin. Habe ich gehört. Nee. So rum. So rum muss das, ne? Warum auch immer ich das jetzt so rum gemacht habe, keine Ahnung. Aber wir machen es mal lieber richtig rum, sonst funktioniert das ja so nicht, ne? So. Strom hier hin. So, ich muss mir das jetzt mal angucken, wie das ist. Warte mal. Können wir den nicht ein bisschen sinnvoller setzen? Zum Beispiel so. Muss mir das jetzt mal angucken, wie das ist, wenn hier Eisenplatten, wenn hier die Sägeblätter sind. Ich glaube, das läuft nämlich voll. Irgendwann läuft das voll. Naja, wir brauchen auf jeden Fall auch noch davon, deswegen haben wir auch letzte Folge da noch Stahl produziert. Aber als erstes würde ich jetzt mal gucken, dass hier Strom ankommt, damit das hier laufen kann. Hier können wir den auch auf jeden Fall noch hier rausziehen. So, das ist doch was. So, und jetzt holen wir uns hier den Stahl. Immerhin mal 40 Stahl. So, was fehlt noch? Ah, diese komischen Dinger. Diese ganz dollen. Ich glaube, dazu brauche ich die hier, ne? Um die herzustellen. Oder wie war das? Diese super, super Blade-Teile. Nicht die, sondern die besseren. Die hier. Genau, dabei brauche ich diese Basic Electronic Components und Solder. Basic Electronic Components. Das war das, was ich glaube ich da irgendwo noch hingestellt hatte als. Oh, guck mal hier. Ah ne, das ist was anderes. Siliziumerz. Was ich da noch hingestellt hatte als Gedöns. Sag's doch. Hier sind sie doch. Mensch. So. Jetzt kann ich das herstellen. Aha. Genau, und dann müsste das doch hier Raum Nummer 1. So. Da da pa da pap. Weißt du was? Ich mache hier mal eben kurz ein paar rein. Damit das mal weitergeht hier. Dass man vorankommt. So. Wo kommt jetzt hier was rein und warum ist es so rum? Ah, ich kann das auch drehen. Sag's mir doch gleich. Sag's mir doch gleich. Dachte gerade, warum sind jetzt hier oben die Wasserdinger? Aber ich kann das einfach drehen. Sagen so, mach hier auch mal bitte das hier. Und dann kriegst du auch nochmal hier Wasser dazu. Modular, schön kann man das erweitern. Hier unten noch hin, davon haben wir genug von allem. So und so. Dann werden hier Bäume produziert. Da kannst du gar nicht gucken. So viele Bäume. So. So, und jetzt kommt auch wieder Holz an.
Das heißt, es müsste jetzt auch bald wieder Strom geben. Die sind nämlich hier alle ausgestromt. So, und wie es hiermit dann aussieht, müssen wir mal gucken. Mit den Sägeblättern. Wenn die nämlich hier vollgelaufen sind, dann stockt das, glaube ich, hier. Irgendwann haben wir hier halt dann ganz viele Sägeblätter. Ja, müssen wir sehen. Jetzt, im Moment läuft es ja erstmal wieder. So, jetzt würde ich mal ein bisschen sortieren gehen. Was habe ich denn hier? Das alles brauche ich, das hier brauche ich nicht. Aber ich habe hier zum Beispiel das hier. Das kann weg. Und ich würde gern auch noch einen Behälter bauen für genau das hier. 80.000. Schau mal, der hat 125.000. Any Fluid. Der ist doch viel, passt doch viel mehr rein und ist billiger. Aber es ist ein Gastank. Oder? Ich baue den mal. Guck mal, ob da auch Flüssigkeit hier reinpasst, weil der ist billiger. Da steht aber auch Any Fluid und das steht hier auch. Das wäre ja komisch. Komisch, komisch, komisch. All den würde ich dann mal eben kurz hier irgendwie dazwischen bauen. Mal gucken. Ja, das geht. Mineral Sludge. So, dann können die nämlich hier schön Mineral Sludge produzieren. Damit das hier auch läuft. Ne? Damit das hier auch mal hier unten wegkommt. Genau, damit die auch schön was zu tun haben. Ja, dann läuft doch schon voll. Und 125k ist auf jeden Fall mehr wie das hier. Alles komisch. So. Jetzt haben wir auch wieder Strom. Wunderbar. Das hier läuft weg, das hier läuft weg, das hier läuft weg. Und hier kommt auch mal irgendwas an, oder? Ich denke schon, dass hier mal was ankam. Aber gleich wieder weggemacht wurde. Ach, hier brauchen wir noch das Wasser anschließen. Ah, guck. Da war doch was. So. Null Problemo. Bitteschön. Und da wundern wir uns, warum es hier nicht weitergeht, ne? So. Wobei das hier auch immer ewig, ne? 24. So, jetzt kommt hier aber was raus. So, warum geht das hier so lange? Eigentlich sind die gut dabei. Ja. Schneller geht's einfach nicht. Einfach geht's nicht schneller. So, wir haben hier noch Zeug zum wegmachen. Zum Beispiel habe ich hier noch Eisen. Erz. Dann haben wir noch das hier. Ich denke, das ganze Zeug. Ja, und hier für die Bricks. Phil sagte, dass ich da ganz viele von brauche. Dass ich das wirklich laufen lassen kann, diese Bricks-Herstellung. Guck mal hier, das hier können wir auf jeden Fall noch hier drüben verteilen. Da, 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 da. So. Wenn das überhaupt reicht, ne? Das können wir nehmen.
Das brauchen wir nicht. Das können wir bestimmt verbrauchen. Und Forschung könnten wir theoretisch auch wieder starten. Jetzt haben wir ja Eisenproduktion am Laufen. Deswegen könnte das ja wieder gehen. So, das können wir noch verteilen. Aber das machen wir alles nächstes Mal, würde ich sagen. So, das ist das und das ist das. Dann haben wir hier. Oh, das reicht gar nicht. Da haben wir zu viel, ne? Hier, das, da kann ich es reinmachen. Das Zeug und das Zeug. So. Jetzt lassen wir das erste Mal für heute und sehen mal, wie es beim nächsten Mal weiterläuft, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut. Bis dann.